Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Niedersachsen-Duell an der Bremer Brücke. Die Braunschweiger sind zu Gast in Osnabrück und der VfL will weiterschrauben an der besten Drittligasaison der Vereinsgeschichte. Alle anpacken und dann entsteht Großes. Das aktuell das Motto in Osnabrück. Aber Vorsicht, Braunschweig, die letzten 8 Spiele nicht verloren. In den gelben Trikots zuerst mal mit einer Standardsituation gefährlich. In der 18. Minute über Nährich. André Schubert sah in der ersten Halbzeit aber zu viele Lücken bei seinem Team, vor allem im Mittelfeld. Nach 23 Minuten dann Osnabrück mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff. Da kommt Aydini auf den Plan und jetzt wird kurios. 1:0 Führungstor durch Benjamin Giert. Der hier mit der Abseitslinie tanzt und alles richtig macht. Wir gönnen uns den zweiten Blick. Aydini hat eine Menge Platz, löst sich gut. Und dann steht da Giert goldrichtig, hat den Ball im Fokus und lenkt ihn bewusst und unhaltbar für Fejsić zum 1:0 ab. Ein echter Strafraumstürmer eben. In der Folge Osnabrück gedankenschnell und gut in den Zweikämpfen. Wieder wird Giert geschickt in der 37. Und er kommt zu Fall und beschwert sich zu Recht. Wird da von Becker einmal gelegt und da ist kein Ball mit dabei, hätte Freistoß geben müssen. So ging es dann mit dem 1:0 in die Pause. 12 von 15 Heimspielen haben die Osnabrücker gewonnen, dementsprechend die Stimmung bestens. In Durchgang 2 dann Braunschweig anders unterwegs, taktische Maßnahmen und die griffen. Da ist Hofmann mit einer Riesenchance nach 75 Minuten. Der ist da ein bisschen selber überrascht, dass die Szene weiterläuft, aber im Zweikampf mit Engel alles korrekt. Treffer hätte gezählt, Körber ist da. Beide Teams investierten jetzt ein bisschen mehr. So erlebte es übrigens André Schubert. Geht da rein? Nein, kein Ausgleich. Er ist weiterhin auf der Jagd nach den wichtigen Punkten für den Klassenerhalt. Aktuell hat Braunschweig in der eigenen Hand. In der Folge dann noch eine kuriose Szene im Strafraum der Braunschweiger. Osnabrück war nicht mehr zwingend offensiv aktiv, aber sie hätten hier in dieser Chance über Aydini und Co. schon noch mal was bewegen können. Taffertofer, der Sechser hier auch im Zentrum des Geschehens. Die Partie plätscherte so ein bisschen dahin, aber die 90. Minute hatte es noch einmal in sich. In dieser Minute hatten sie ja in der Vorwoche ihren Lucky Punch, die Braunschweiger, gegen die Münchner Löwen. Da gelang der Ausgleich, gelingt er auch heute. Der eingewechselte Putaro hat nochmal einen schönen Schlenzer im Fuß, macht er richtig gut. Aber es fehlen die berühmt-berüchtigten Zentimeter und es fehlt das Tor zum Ausgleich. Keine Punkte für Braunschweig. Osnabrück gewinnt diese Partie mit 1:0. Man muss die zwei Halbzeiten unterschiedlich bewerten. Erste Halbzeit kommen wir nicht gut ins Spiel, stehen viel zu tief, auch zu weit auseinander. Und zweite Halbzeit spielen wir mutig und dann haben wir auch unsere klaren Torchancen, die wir heute leider nicht verwertet haben. In der Gesamtheit, Niedersachsen-Derby heute wieder 0 gespielt. Richtig gut Fußball gespielt, auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen Tempo raus war. Aber wir waren vor Bindern da und geile Nummer hier heute. Also Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt für Braunschweig und für Osnabrück ist Aufsteigen jetzt Pflicht. 12 Punkte Vorsprung auf den dritten Wiesbaden.